Treibstoffpumpe ab und löscht das Feuer, bevor es auf die Abschussbasis übergreift. Sie bekommen jede Menge Gesellschaft. Alles Sie müssen klar. Da raus, sofort. Dämmt das Feuer ein. Harbinger? Nein. Prowler? Nee. Braucht jemand Munition? Geheimdokument. Oha! Warp Rifle. Warpgewehr. Beim Einschlag eines Geschosses aus der Waffe verbindet sich an die Materie mit Fuse und erschafft einen kleinen begrenzten Riss in den Raumzeit. Die vermischte Substanz wachsen bei jedem Schuss an und destabilisieren die sie umgebende Moleküle, wodurch eine instabile Singularität entsteht, die das Ziel verschlingt. Das Warpgewehr war anfänglich ein Projekt, das allein der Stabilisierung eingedämmter Antimaterie dienen sollte. Als die CIA aber begann, das Fuse besser zu verstehen, wies sie die Hyperion-Mitarbeiter an, die militärische Einsatzmöglichkeiten sämtlicher entwickelten Xenotech-Prototypen zu erforschen. Die Eindämmung der Antimaterie wurde dadurch zweitrangig und ihre Reaktion auf das Fuse rückte in den Mittelpunkt. Auf diese Weise wurde aus dem ursprünglichen Eindämmungsprojekt eine taktische Waffe mit verheerender Effizienz. Das stimmt. Das Ding ist nämlich böse! Moment mal, ich hab hier was. Gut. Zack. Können wir hier einmal kurz wechseln? Was nimmt sie denn jetzt mit? Oder eher gesagt, was hat sie denn für Waffen? Sie hat jetzt einmal das Sniper-Gewehr, das kann sie ja eigentlich gerne behalten. Dann hat sie eine Dragonfly und natürlich dann halt die normale Warp-Kanone. Oder eher gesagt, hier, Dingenskirchen halt, ne? Fuse-Gewehr. Sie hat den Prowler. Nochmal Harbinger? Nee, will ich eigentlich nicht. Wie sieht's denn aus mit Dalton? Was hat der denn dabei? Hat einen Daybreaker. Nee, komm. Du kriegst einmal einen Savager. Hat er das Schild? Den Guardian? Den Guardian, den kann er... Ich bin gerade am überlegen, ob er den Guardian behält. Doch, der kann den eigentlich behalten. Und jetzt... Schauen, ob wir noch mal so ein bisschen rumsnipern können hier. War ja auch ganz lustig. Lasst uns die Tür aufbrechen. Naja, helfen wir mit. Fuck. Das war knapp. Na toll. Wir müssen weiter. Wir gehen außen rum und treffen euch dann in der Hofmitte. Dann mal los, Kinder. Nur du und ich. Wie beruhigend. Izzy, du kommst mit mir. Dann mal los. Okay, gut. Jetzt haben wir hier wohl anscheinend eine Split-Gruppe. Mal was Neues. Warum eigentlich auch nicht? Das macht ja auch Sinn. Boah, ich würde das Game so gerne in Vierer. Achtet auf die Fenster! Im Vierer spielen. Na, 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 na. Penner. Oh, ja, Muni. Bin ich. Komm, geh mal ein Stück noch weiter nach vorne. Ich sehe so schlecht was. Ups. Oh. Noch ein. Alles klar. Fuck. Oh. Gut nach.
Oh nein. Nummer eins weg. Zwei weg. Komm her. Nutshot. Wie können wir die jetzt da? Noch eine Granate? Wie sind die denn jetzt alle gestorben? Die waren ja nicht einfach so auf einmal alle tot. Nämlich die Dragonfly? So, vielleicht nehme ich es auch nicht. Gute Frage. Oh! Spinnst wohl. Okay, man kann auf die Flügel zielen. Definitiv wiederkommen. Oh, guck an, da sind schon wieder gleich die nächsten. Wir haben ein Problem. Sag nicht sowas. Sie zeigt, dass das Silo noch intakt ist. Die Pumpe wurde wohl abgeschaltet. Sie müssen die Sache also vor Ort erledigen. Na großartig. Irgendeine Idee, wie wir den Kontrollraum erreichen? Dem Satellitenfeed zufolge führt der kürzeste Weg durch Mail-Privatquartiere. Na toll. Okay, beeilen wir uns. Okay, ab jetzt sollte es ein Kinderspiel sein. Glaubst du wirklich? Nein, ich will nur die Moral stärken. Na, das ist ja super gelungen. Bin aber gerade am Grübeln. Ich renne mal kurz hier bei den Mädels her. Jetzt habe ich mir auch hier meine Dragonfly eingepackt. Weil ich möchte gerne wissen, ob es hier irgendwas gab. Ja, sicher. Guck an. XP. Hat sich doch schon gleich wieder gelohnt. Was haben wir hier oben? Hier noch irgendwas? Oben haben wir nichts. Da haben wir noch mehr XP. Sonst haben wir auch hier nichts. Bei mir gab es da drüben nur das Geheimdokument und hier gibt es XP und Ende. Tatsache, so wie es aussieht, weil hier ist nämlich sonst auch nichts. Aha! Cookie da, Whistler. Der RI... -991 Whistler wurde von Rubicon Industries als ein Mann-Luftfahrzeug für Kampfeinsätze entwickelt. Seine kugelsichere Panzerung und die fortschrittlichen Waffensysteme machen ihn ideal für den Luftkampf, allerdings wurden die Pläne für eine Massenproduktion aus Kostengründen aufgegeben. Die verbliebene Flotte sollte vernichtet werden, doch einige Exemplare verschwanden, bevor sämtliche Bestände zerstört werden konnten. Die CIA glaubt, dass Raven könnte die letzten funktionsfähigen Prototypen bei einer von einem ehemaligen Raven-Söldner Dalton Pooks geleiteten Operation gestohlen haben. Jo. Das hat wohl jemand vergessen. Also, ich denke mal, das kann ich so unterschreiben. Die Dinger wurden definitiv gemobst.
Ja. Aber was mich natürlich wundert, warum stellen sie es erst her, wenn sie es dann anschließend einstampfen? Das macht doch auch keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Mal so überhaupt gar keinen Sinn. Ob ich da drüben auch hoch kann? Aber ich glaube nicht, weil es da oben brennt. So, wie komme ich jetzt wieder runter? Ah, hier vorne. Dumm, die dumm, die dumm. So, was haben wir denn hier noch alles Schönes? Außer nichts und Munition. Nichts. Und Munition. Ja, das hört sich doch toll an. Gut, da vorne war ich schon drinne. Kann ich jetzt rüberziehen? Weiter schlachten. Wartet auf mich! Ich komme! Bin unterwegs. Braucht nur 3 Stunden, bis ich da bin. Und ich muss hier vorne auch noch gucken, ob hier irgendwas rumliegt oder so. Okay, hier liegt nichts. Alles frei. Muss noch schnell auf der Landseite gucken. Hier ist auch nichts. Alles wunderbar. Können weitermachen. Oh Gott. Bereit? Ja, sicher. Hau rein. Und nun? Ah, hier vorne. Ja. Fuse Credits. 500. Startgelände infiltrieren. Ja, das mache ich doch gerne. Ihr wollt mich heute doch echt ärgern. An Captain Mylin Mao. Von Captain Luther Devereaux. Devereaux. Oder wie der auch immer heißen mag. Ich nenne ab heute einfach nur Captain Luther. Betreff Fuse Transport. Captain Mao. Ich habe entsprechend der Anweisungen des Vorstands damit begonnen, den Transport der restlichen modifizierten Fuse zu unserem Versteck vorzubereiten. Der Vorstand, in Klammern genau wie ich, Klammer zu, ist der Überzeugung, dass die Käufer versuchen werden, unser neues Produkt auf alternative Weise in ihren Besitz zu bringen, sobald sie dessen Potenzial erkennen. Wir werden es deshalb sicher verwahren, während Sie und die anderen Captains die Auktion durchführen. Ich wurde außerdem darüber informiert, dass wir nach Abschluss der Auktion keine Verwendung mehr für William Fable haben werden. Sollte er Ihnen gegenüber auf seine Bezahlung drängen, verweisen Sie ihn an mich und beenden Sie die Unterhaltung. Ich werde mich selbst um ihn kümmern, wenn er in der Raven-Einrichtung eintrifft. Herzliche Grüße, LD. Moment mal, ich hab hier was. Jo, du hast einen Lattenschuss. Was hältst du davon? Okay, wir müssen jetzt versuchen, hier irgendwas zu infiltrieren, aber im Moment ist nichts zum Infiltrieren da. Und wieso ist da so ein Funkenschlag? Oh, das könnte natürlich auch durch das brennende Haus kommen. Sauber. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Wie zum Henker soll ich den denn zerlegen? Ja! Zeig mir deinen Rücken! Du musst das Ding von hinten erwischen. Das bringt viel mehr. Nein! Toll, jetzt ist er da oben.